Okay, ich bin wissenschaftlicher Leiter des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien im Moment. Das Institut besteht seit 2010 unter diesem Namen. Unter anderen Namen bestand es seit 1997 ungefähr. Es fing an mit dem European Media Lab. Später wurde ein Teil in einen gemeinnützigen Teil überführt, der hieß dann EML Research. Und EML Research ging dann 2010 in das Heidelberger Institut für Theoretische Studien über. Wir haben im Moment 12 Forschungsgruppen, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Das fängt an mit theoretischer Astrophysik, geht über Bioinformatik, zu wissenschaftlichen Rechnen, reine Mathematik, Computational Statistics. Und ich bin der Leiter der Natural Language Processing Gruppe. Natural Language Processing ist das gleiche wie Computer Linguistik für mich. Das Heidelberger Institut für Theoretische Studien wird von der Klaus-Schirer-Stiftung gefördert, wurde von Klaus Schirer auch gegründet. Und ja, wie gesagt, wir sitzen oben, anderthalb Kilometer hinter dem Schloss ungefähr, arbeiten teilweise sehr eng mit der Uni Heidelberg zusammen, teilweise auch mit dem KIT, dem Karlsruhe Institute for Technology. Wir bekommen Förderungen von der DFG, von der Europäischen Gemeinschaft und von anderen Institutionen, sodass die Gruppengrößen über das, was die Klaus-Schirer-Stiftung jetzt gibt, wachsen kann. Okay, soviel zum Hits. Ich lege diese Folie immer auf zur Unterhaltung des Publikums, während es warten muss. Das ist Feedback, das ich bekommen habe auf ein Interview in einer Zeitung. Und mir gefällt insbesondere der letzte Satz. Das ist auch meine Warnung. Ich indoktriniere Sie hier. Wenn Sie das nicht möchten, dann müssen Sie jetzt gehen. Okay. Ich möchte sprechen über Nutzen und Schaden der Computerlinguistik, des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz. Ich fange mal ganz langsam an. Nutzen haben wir alle durch Informationstechnologie, durch Lokalisierung. Navigationssysteme sind ein ganz tolles Ding, haben wir auf dem Mobiltelefon mittlerweile, im Auto, überall, verlaufen es nicht mehr. Der Schaden ist, das ist so etwas wie eine digitale Fußfessel. Es wird mitverfolgt, wo wir sind. Wir haben E-Mail, Instant Messaging. Instant Messaging, soziale Netzwerke und so weiter. Das ist alles umsonst, schnell, bequem, ist wunderbar. Auf der anderen Seite sammeln die Firmen, die Provider, Metadaten und alles Gesendete, alles Empfangene. Es gibt mittlerweile Systeme, die Computerlinguistik direkt benutzen, die Spracherkennung benutzen. Es gibt Systeme, mit denen wir sprechen können, Siri und Alexa und ähnliche. Das ist wunderbar. Wir haben ein smartes Haus. Wir können das Haus, den Rollladen mit der Sprache bedienen mittlerweile. Der Schaden ist natürlich der, dass wir ständig abgehört werden. Durch Google haben wir Information at your fingertips. Alles Wissen der Welt steht uns zur Verfügung jetzt. Auf der anderen Seite sammelt Google sogenannte Search Logs und in den Search Logs steht alles über uns drin. Das heißt, wenn wir, das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht lesen, über Gay Porn etwas suchen, dann wird das von Google gespeichert und im Grunde auf ewig behalten. Können Sie ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen, bitte? Okay, ich kann es versuchen. Wenn Sie nicht sehr gut, ja. Sind auch fremde Worte dabei, ja. Dann entgeht einem eine ganze Menge. Gut, vielen Dank. Ich höre selber nicht. Vielen Dank. Information und Kommunikation ist in der heutigen Welt für uns kostengünstig, schnell, bequem. Wie gesagt, alles wunderbar. Auf der anderen Seite, Google, Facebook und Co. Sammeln Informationen über uns. Das ist jetzt kein Problem. Das ist das Geschäftsmodell der Firmen. Wir sind nicht bereit, für Google etwas zu zahlen. Wir sind nicht bereit, für Facebook etwas zu zahlen.
Die Firmen müssen auf irgendeine Art und Weise Geld verdienen und sie müssen personalisierte Werbung schalten, um Geld zu verdienen. Und dafür müssen sie unsere Daten sammeln. Ich war vor einigen Jahren bei Google Research zu Besuch. Peter Norwig, Leiter von Google Research zu der Zeit, hatte gesagt, dass das amerikanische Bruttosozialprodukt oder dass Google zum amerikanischen Bruttosozialprodukt 0,5% direkt beiträgt. Andere Firmen, indem sie Google-Dienste benutzen, tragen nochmal 2 bis 3% dazu. Das ist also ein sehr großer Nutzen für die Gesellschaft, allein durch die Dienste von Google. Auf der anderen Seite, seit Snowden, wissen wir, dass diese Daten nicht bei Google bleiben, sondern an die NSA und andere Dienste weitergegeben werden. Wie komme ich jetzt als Computerlinguist, Computerlinguistik ist ein kleines Fach, dazu so zu sprechen? Ich war im Sommer 2013 auf einer Konferenz in den USA und ich bin Zeitungsleser, hatte im Hotel zwei Zeitungen und habe USA Today gelesen in den Tagen und das Wall Street Journal. Juni 2013, 8 oder 10 Tage nachdem Snowden Informationen aufgedeckt hat, USA Today war nur daran interessiert, wo ist er, was machen wir mit ihm, wenn wir ihn fangen. Lebenslänglich ins Gefängnis, Todesstrafe, was auch immer. Das Wall Street Journal hatte einen sehr interessanten Artikel, einen Artikel mit der Überschrift How the NSA could get so smart so fast. Und in dem Artikel wurde dann beschrieben, dass die NSA, oder vor 5 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass die NSA Millionen von Nachrichten, Telefon, Text, online und so weiter durchsuchen können, um vor terroristischen Anschlägen zu warnen. Der Artikel ging dann auf die Technologien ein, die die NSA benutzt. Eine Technologie sind eine bestimmte Art von Datenbanken, Textdatenbanken, in denen unstrukturierte Daten schnell durchsucht werden können. Andere Technologie ist Hadoop, ein besonderes Dateisystem, mit dem man sehr große Datenmengen schnell speichern und man kann sehr schnell auf die Daten zugreifen. Die dritte Technologie, und das hat mich dann ein wenig betroffen gemacht, war Natural Language Processing. Wie gesagt, meine Gruppe, die Forschungsgruppe bei HITS, ist die Natural Language Processing Gruppe. Und das Wall Street Journal hat dann auch noch beschrieben, was wir mit den Daten machen. Und hier das Beispiel ist, dass man den Begriff Bomb auf verschiedene Arten interpretieren kann. Es kann ein Theaterstück sein, das einschlägt wie eine Bombe, oder es kann die Bombe sein, die ein Terrorist benutzt, um einen Anschlag zu verüben. Und wir können als Computerlinguisten zwischen den beiden Bedeutungen des Wortes Bomb unterscheiden und offenbar der NSA mittlerweile auch. Okay, das war am Morgen, sagen wir das 9. Juni 2013. Am gleichen Tag waren dann die Workshops bei der Konferenz. Und da gab es einen Workshop über Language Analysis in Social Media bei dieser Konferenz. Und dort wurde ein Papier vorgestellt, in dem es im Grunde um eine psychologische Studie ging, wie man Forumsteilnehmer, wie man die Meinung von Forumsteilnehmern beeinflussen kann. Das war eine psychologische Studie. Das Interessante daran war, dass am Ende des Papiers dann gesagt wurde, dass die Autoren planen, daraus ein Computerprogramm zu machen. Ein Computerprogramm, das die Meinung von Forumsteilnehmern beeinflusst. Und das fand ich ein wenig komisch und andere Leute, die in dem Workshop waren, auch. Und dann entspann sich eine Diskussion, ob das nicht gefährlich ist, was die Autoren hier machen wollen. Ich würde behaupten, nach den Wahlen, nach der Abstimmung in Großbritannien letztes Jahr, nach den Wahlen in den USA, dass das mittlerweile Realität ist.
Okay, das ist der Überblick über den Vortrag. Ich fange an mit Computerlinguistik, versuche auch ein bisschen zu erklären, was es eigentlich ist, spreche über maschinelles Lernen, über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und spreche dann über meine Meinung dazu. Okay, Computerlinguistik, was ist das eigentlich? Wenn wir eine Google-Suche machen auf der deutschen Google-Seite, bekommen wir, die Frage ist meinetwegen, wie kann ich einen Reifen wechseln, dann bekommen wir Suchergebnisse zurück. Da ist jetzt noch nicht viel sichtbare Intelligenz in dem Ergebnis. Die Frage wird nicht beantwortet, sondern ich bekomme Textpassagen zurück, in denen möglicherweise die Antwort ist. Ich muss dann draufklicken, mir das Dokument anschauen und dann kommt unter Umständen das Ergebnis. Wenn die gleiche Frage auf der englischen Seite stellt, how do I change a tire? Dann bekomme ich nicht mehr Textpassagen zurück, sondern ich bekomme Instruktionen zurück, eine Anleitung. 8 Schritte, die ich ausführen muss, um einen Reifen zu wechseln. Das heißt, auf der englischen Seite ist Google mittlerweile viel weiter und man kann sich vorstellen, dass da eine ganze Menge Sprachanalyse dahinter steckt, um zu verstehen, dass es eine Frage ist, dass Change hier eine bestimmte Bedeutung hat und dann muss man Dokumente durchsuchen und diese Instruktionen erzeugen. Das heißt, hier läuft im Hintergrund eine ganze Menge Computerlinguistik ab und ich nehme an, in wenigen Jahren werden wir das auf der deutschen Google-Seite auch haben. Ganz einfach, Computerlinguistik fängt an mit Rechtschreibkorrektur. Hier wird das Wort falsch geschrieben und dann macht mir das Programm einen Vorschlag. Es gibt mittlerweile viel bessere Methoden, Korrekturen vorzunehmen. Die Firma Grammarly macht nicht nur Rechtschreibkorrektur, sondern mittlerweile auch Grammatikkorrektur. Hier wird also die Zeit verbessert. Die Firma gibt im Grunde macht auch eine Stilanalyse, gibt mir Synonyme für das Wort Choices hier vor. Und das Wort Options wäre wahrscheinlich viel besser. Das Produkt der Firma gibt mir auch Erklärungen, weshalb das, was ich geschrieben habe, falsch ist. Da steckt also auch sehr viel Computerlinguistik drin. Man erkennt nicht nur die Wörter, sondern die syntaktische Struktur, die Grammatik der Sätze und auch die Bedeutung in gewisser Weise. Vor vielen Jahren oder vor noch nicht so vielen Jahren haben wir in bestimmte Geräte diktiert und dann gab es eine Sekretärin, die das Diktierte abgetippt hat. Heutzutage sitzt der Arzt meinetwegen, der diktiert, vor dem Computer, hat ein Mikrofon in der Hand und das Diktat nimmt der Computer selber auf. Das ist Computerlinguistik. Heutzutage gibt es Callcenter, sie rufen an, sprechen mit Menschen. Allerdings, wenn Sie bei der Telekom anrufen, bei der Deutschen Bahn, sprechen Sie nicht mehr mit Menschen, Sie sprechen mit einem Computerprogramm. Auch das ist Computerlinguistik. Hier auf dem Bild sieht man nicht nur zwei Politiker, sondern hier in der Mitte auch zwei Übersetzer, weil die beiden nicht miteinander sprechen konnten. Braucht man Übersetzer. Heutzutage braucht man keine Menschen mehr, die übersetzen. Man versucht, Maschinen zu entwickeln, die übersetzen, die Sprache. Hier steht ein französischen Dialekt in Englisch übersetzt, direkt. Für Sie dürfte das ein bisschen weit entfernt sein. Was Sie aber sicherlich schon benutzt haben, ist sowas wie Google Translate. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Der Punkt ist hier, dass wir mit Google Translate eine Idee bekommen, wovon dieses Dokument hier handelt. Das ist das Wichtige. Es ist keine gute Übersetzung, es ist nicht stilistisch gut, aber wir wissen, was da geschrieben wird. Ich möchte jetzt einen kurzen historischen Überblick darüber geben, wo eigentlich die Forschungsförderung aus dem Bereich kommt. Und ich gehe ganz weit zurück. Das ist die erste Zeitschrift, die erste Ausgabe der ersten Zeitschrift auf dem Gebiet, März 1954. Und hier in den Artikeln, März 1954, wird beschrieben,
dass sich Computerlinguisten für die Übersetzung vom Russischen ins Englische interessierten. Eine Ausgabe weiter, Dezember 1955, hat man festgestellt, dass die Russen genau das Gleiche machten. Die Russen übersetzten aber vom Englischen ins Russische. Und noch ein Jahr später, 1956 dann, findet man hier die erste Notiz, dass militärische Förderung oder dass Computerlinguisten Förderung direkt durch das Militär bekommen. Das ist im Grunde eine Auftragsforschung an eine Universität. In den 60er Jahren dann wurden die ersten Konferenzen veranstaltet. Die ACL gibt es immer noch. Ich war vor 2 Jahren Program Chair der ACL. Das war dann die, ich glaube, 53. Ausgabe. Kohling ist die zweite große Konferenz. Allerdings 1966 gab es dann den ALPAC Report. Man hat festgestellt, dass es mit der automatischen Übersetzung doch nicht so leicht ist. Und dann wurde die ganze Forschungsförderung in den USA erstmal eingestellt. Und die Computerlinguisten besannen sich dann auf die Linguistik zurück, hat keine Anwendungen mehr gesehen, sondern nur noch, sagen wir, Syntaxanalyse gemacht und es dabei belassen. Für viele Jahre, bis dann in den späten 70er Jahren die Forschungsförderung von den Universitäten hin zu Forschungsinstituten, Forschungslaboren verlagert wurde, SRI, Stanford Research Institute, MITRE, MIT Research and Engineering. Das heißt, die Forschungslabore wurden von den Unis weggenommen und dort wurde dann die Forschung im Auftrag der amerikanischen Regierung gemacht. In den 80er und 90er Jahren dann setzte diese Art der Forschungsförderung groß ein, indem das Department of Defense regelrecht Konferenzen organisiert hat, die Message Understanding Conferences. Das sind allerdings keine Konferenzen, sondern Wettbewerbe. Und es geht darum, bei den Wettbewerben militärische Nachrichten automatisch zu analysieren, um Textinformationen in Datenbanken zu übertragen. Und dazu gab es Wettbewerbe. Und so sehen diese militärischen Nachrichten aus. Da ging es dann auch schon um terroristische Anschläge in mittelamerikanischen oder südamerikanischen Ländern und dergleichen mehr. In verwandten Bereichen, im Bereich des Information Retrieval zum Beispiel, gab es genau die gleichen Sachen. Ging um Dokumenterkennung, um Informationsextraktion oder um Information Retrieval. Und in den 90er Jahren wurden auch Dialogsysteme entwickelt, das heißt Computerprogramme, mit denen man reden kann und Antworten bekommt. Und auch dazu gab es dann Wettbewerbe. Nach 2000 wurde dann maschinelle Übersetzung sehr stark gefördert, insbesondere nach dem 11. September rückte dann auf einmal Arabisch sehr stark in den Fokus. Es gibt jetzt statistische maschinelle Übersetzung, das ist, hat das Gebiet sehr stark vorangebracht und hat sowas wie Google Translate erst ermöglicht. Das World Wide Web gibt es seit dieser Zeit und Google ist nicht nur als Firma gewachsen, sondern auch als Forschungsinstitut und ist schon seit einigen Jahren das wichtigste und stärkste Forschungsinstitut in unserem Gebiet. Ich würde sagen, mittlerweile arbeiten bei Google 500 Computerlinguisten vielleicht. Seit 2010 gibt es noch mehr Forschung über maschinelle Übersetzung. Die Europäische Union macht jetzt auch mit. Und man interessiert sich für sehr detaillierte Sachen, sowas wie gesprochene arabische Dialekte. Also Arabisch hat eine Standardsprache und von Marokko bis nach Syrien unterscheiden sich die gesprochenen Sprachen sehr stark. Dialogsysteme funktionieren, werden kommerziell eingesetzt. Telekom und Deutsche Bahn hatte ich schon erwähnt. Kleine Firmen machen das mittlerweile auch oder kleinere Firmen. Es gibt das Social Web, nicht nur das World Wide Web, es gibt das Social Web durch Facebook und dergleichen. Und
insbesondere eine Art von Konvergenz von Natural Language Processing und der Analyse unstrukturierter Daten. Sprache ist unstrukturiert, Bilder sind auch unstrukturiert, Filme sind unstrukturiert. Und die Analyse unstrukturierter Daten ist jetzt das, was im Fokus steht. Jetzt möchte ich auf ein paar Beispiele aus der aktuellen Forschung eingehen. Entity Linking wird im Rahmen der Text Analysis Conference durchgeführt und es geht im Grunde darum, Texte zu analysieren und die die Ausdrücke in einem Text in eine Wissensbasis abzubilden, damit man weiß, wovon der Text handelt. Die Text Analysis Conference wird jedes Jahr organisiert vom National Institute of Standards and Technology. Das ist sowas wie DIN, eine ganz unschuldige Organisation erstmal, aber dann steht drunter, with support from US Department of Defense. Dann weiß man, wo das Geld herkommt und wer eigentlich Interesse daran hat, an diesen Arbeiten. Wenn man sich das Organisationskomitee anschaut, dann sieht man hier einen Bojan Onyshkevich, US Department of Defense. Also die Leute hängen da mit drin und können die Ergebnisse sehr leicht und sehr schnell abgreifen. Ein anderes Gebiet, soziale Netzwerke, kann man sehr leicht aus Metadaten extrahieren. Metadaten wie Sender und Empfänger von E-Mails, Anrufe, Angerufener und dergleichen mehr. Wie geht das mit unstrukturierten Daten? Mit unstrukturierten Daten, mit Texten, ist natürlich viel schwieriger. Aber es gibt Arbeiten aus meinem Gebiet, aus der Computerlinguistik, wo es um die automatische Extraktion sozialer Netzwerke aus Texten geht. Allerdings benutzt man Alice in Wonderland. Das hört sich jetzt erstmal sehr unschuldig an. Man kann aber schauen, wer diese Arbeit fördert und findet am Ende des Papiers diese sogenannten Acknowledgements, wo man sich für die Förderung bedankt. Und dann sieht man gleich, dass es hier das DARPA-DEF-Programm gibt und das Department of Defense. Weshalb interessiert sich das Department of Defense für Alice in Wonderland? Es fördert erstmal Grundlagenforschung, kann die Ergebnisse abgreifen und das dann einsetzen. Das DARPA-DEF-Programm sieht so aus. Man sieht gleich hier den militärischen Kontext und es geht um die Analyse militärischer Texte wieder und man möchte Analytikern helfen, große Datenmengen schnell zu verarbeiten. Und hier links sieht man auch wieder den Program Manager Bojan Onyshkevich, den gleichen, den wir vorhin auch schon hatten. Die Seite habe ich jetzt, als ich in den letzten Tagen nochmal gesucht habe, nicht mehr gefunden. Die Seite sieht jetzt so aus. Das heißt, das militärische Bild ist verschwunden und der Dialog hier ist deutlich unverfänglicher geworden. Der Text hier unten ist aber der gleiche. Ein anderes Thema, Profiling in Microblogs. Microblogs ist sowas wie Twitter, Tweets. Und man möchte aus solchen kurzen Texten herausbekommen, wie alt ist der Autor, welches Geschlecht hat der Autor, welchen sozialen Stand hat der Autor, ist er verheiratet oder nicht, welche Rasse hat der Autor, ist er Mieter oder Hausbesitzer, welches Einkommen hat er und so weiter. Und es gibt sehr viele Arbeiten in unserem Bereich, die sowas machen. Wer interessiert sich für diese Forschung? Das Papier, das ich mir ausgesucht habe, hat keine Acknowledgements. Die Autoren arbeiten am Human Language Technology Center of Excellence in Baltimore. Dann kann man schauen, was ist das für ein Institut? Und dann sieht man, dass dieses Institut vom US Department of Defense gegründet wurde mit annähernd 50 Millionen US-Dollar in Förderung. Und das heißt, das US Department of Defense hat hier eine Institution gegründet, um Förderung zu machen, um Forschung zu machen. Und dann gibt es eine ganze Reihe
Hunderte von Papieren, die sich mittlerweile mit Tweets, mit Twitter beschäftigen. Man möchte politische Präferenzen herausbekommen. Man möchte Meinungen herausbekommen, jetzt im Arabischen. Man möchte das Geschlecht von Autoren herausbekommen. Man möchte medizinische Daten sich anschauen. Hunderte und Tausende von Papieren beschäftigen sich mit solchen Fragen mittlerweile. Weshalb bin ich besorgt über diese Fragen, über diese Arbeiten? Wenn wir uns die Datenschutzrichtlinien von Anbietern sozialer Netzwerke anschauen, dann finden wir solche Aussagen hier. Die Firma möchte persönliche Informationen herausbekommen, um den Dienst zu verbessern. Welche Information ist das? Die Telefonnummer, Kontaktinformationen, Telefonnummern und Namen Dritter, eine Statusinformation, das muss sein, ob man verheiratet ist oder nicht, den Namen, Geburtsdatum, eine ID, Fotos, alle Fotos, die auf dem Gerät sind natürlich, mit Meta-Information. Meta-Information heißt hier, wo wurde das Foto aufgenommen, welche Kamera wurde verwendet und so weiter. Die Geschichte, wie man den Dienst benutzt hat, die E-Mail-Adresse, Ortsinformationen, die IP-Adresse, Cookies und dergleichen mehr. Und das geht hier unten bis hin zur Kreditkarte. All diese Informationen erlaubt sich dieser Dienst von den Benutzern zu nehmen, zu sammeln. Ich habe jetzt keine Firma verwendet, die jemand von Ihnen oder ausgesucht, die jemand von Ihnen benutzt. Das ist die koreanische Firma Kakao. Ungefähr 95% aller Koreaner, die ein Smartphone haben, benutzen diesen Dienst. Annähernd 100% der Koreaner benutzen das. Und damit ist klar, dass wer immer auf diese Daten Zugriff hat, die Bevölkerung im Grunde komplett erfassen kann. Und so sieht es in Seoul in der U-Bahn aus. Jeder hat ein Smartphone, jeder benutzt diesen Dienst. Und mittlerweile sieht es natürlich bei uns genauso aus. Okay, Computerlinguistik und Förderung. Und das gilt natürlich nicht nur für Computerlinguistik, sondern für fast alle anderen Wissenschaftsgebiete auch. Es gibt Einzelprojekte, es gibt Auftragsarbeit. Die Förderungsorganisationen stellen ganze Forschungsprogramme auf. Das ist sowas wie dieses DARPA-DEF-Programm, von dem ich gesprochen habe. Es wird Infrastruktur aufgebaut, Konferenzen. Ich hatte die MAC-Konferenz erwähnt, die Text Analysis-Konferenz, Wettbewerbe. Es werden Daten erzeugt. Für ein Fach wie Computerlinguistik sind Daten extrem wichtig, weil es teuer ist, Daten zu sammeln und Daten mit linguistischer Information anzureichern. Wenn wir diese Daten von jemand anders bekommen können, dann benutzen wir die auch. Das ist die Frage, was passiert, wenn wir die Daten, die von einer bestimmten Förderungsorganisation annotiert wurden, wenn wir die benutzen. Und ich hatte das Human Language Technology Center in Baltimore erwähnt. Es werden also von den Förderungsorganisationen ganze Institutionen gegründet. Okay, wir haben angefangen mit natürlicher Sprache, mit unserer Sprache und verschiedene Sprachen, Fremdsprachen. Und wir können aus den Daten dann etwas extrahieren, was so aussieht wie Metadaten jetzt. Das heißt, wir haben im Grunde die unstrukturierten Daten in strukturierte überführt. Und wir können jetzt im nächsten Schritt etwas damit machen, etwas daraus lernen. Und deshalb gibt es maschinelles Lernen. Ich würde behaupten, dass maschinelles Lernen die Technologie des 21. Jahrhunderts ist. Maschinelles Lernen ist extrem wichtig und wird von allen Firmen, die mit im Informatikbereich, die mit Daten arbeiten, verwendet. Google sagt, Machine Learning ist die Zukunft.
Das Bild hier, das haben Sie letztes Jahr vielleicht gesehen. Google DeepMind hat ein Computersystem gebaut, das im Spiel Go mit dem besten Spieler der Welt nicht nur mithalten konnte, sondern das den besten Spieler der Welt schlagen konnte. Machine Learning ist die Zukunft, auch für andere Bereiche. Hier geht es um die Entwicklung von Computern selbst. Auch dafür wird Machine Learning verwendet. Machine Learning wird in Kürze oder wird jetzt schon in der Medizin verwendet, aber es wird in das Alltagsgeschäft von Medizinern übergehen. Machine Learning wird auch in der Unterhaltungsindustrie verwendet, hier um herauszubekommen oder vorherzusagen, welche Fernsehsendungen die meisten Zuschauer bekommen werden und wie Fernsehsendungen aussehen müssen. Machine Learning wird in der Wissenschaft verwendet, auch in Wissenschaften, die Machine Learning bisher nicht verwendet haben. Hier ist die Biologie oder ein Gebiet, das an die Biologie angrenzt. Und Machine Learning im Grunde betrifft es uns alle, weil es einen sehr großen Einfluss auf die Berufe von uns allen hat. Wie funktioniert Machine Learning? Sensoren zeichnen Daten auf. Das ist ein Sprachsignal oben. Das wird aufgezeichnet. Dann gibt es Domänenexperten, Linguisten zum Beispiel, die bestimmte Merkmale aus dem Sprachsignal oder die wissen, welche Merkmale in einem Sprachsignal wichtig sind, sodass man das Sprachsignal in Buchstaben überführen kann. Das heißt, ich brauche Domänenexperten, Linguisten. Ich habe hier Merkmale, Features, und hier unten gibt es dann ein statistisches Modell, das mir dann mit viel Trainingsdaten am Ende vorhersagen kann, dass dieser Satz gesprochen wurde. Das heißt, ich überführe das rohe Sprachsignal in Buchstaben und Wörter und Sätze. Das ist im Grunde, was im klassischen Machine Learning passiert. In den letzten Jahren hat es nochmal einen sehr großen Sprung gegeben, in dem neuronale Netzwerke wiederentdeckt wurden. Ich sage hier Renaissance. Das ist eine Technologie aus den 80er, 90er Jahren. Das funktionierte damals nicht, weil wir nicht genug Daten hatten und weil die Computer nicht leistungsfähig genug waren. Jetzt verwenden wir sogenannte GPUs, grafische Prozessoren, die eigentlich entwickelt wurden, damit man besser Computerspiele machen kann. Wir verwenden diese Computer jetzt, um Machine Learning zu betreiben. Man nennt es auch Deep Learning. Der Vorteil ist, man braucht keinen Domänenexperten mehr. Diese Systeme auf einer bestimmten Ebene in einem Netzwerk erkennen die Merkmale selbst. Und die Ergebnisse sind oftmals dennoch besser als im traditionellen Machine Learning, obwohl ich den Experten nicht mehr brauche. Das heißt, Deep Learning und neuronale Netzwerke haben einen regelrechten Epochenwechsel in der künstlichen Intelligenz hervorgerufen. Das ist jetzt ein kurzer Auszug aus den Papieren, die angenommen wurden für unsere Konferenz in diesem Jahr. Geht über maschinelle Übersetzung. Neural Machine Translation, Neural Machine Translation, Neural Sequence-to-Sequence Learning, Neural Machine Translation und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Technik hat alles überrollt und das traditionelle Machine Learning gibt es nicht mehr oder fast nicht mehr. Und diese Methoden funktionieren einfach besser. Okay, wir haben mit der Sprache angefangen. Wir haben aus unstrukturierten strukturierte Daten gemacht. Und jetzt sind wir in der Lage, etwas daraus zu lernen und Vorhersagen zu treffen. Wo liegt das Problem in dieser Sache jetzt? Maschinelles Lernen benötigt große Mengen von Trainingsdaten. Wenn ich das jetzt auf die Sprachanalyse nehme, viele Trainingsdaten basieren auf Zeitungstexten. Und wenn ich Zeitungstexte nehme, die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung oder was auch immer, dann kann mein Modell hinterher alles, es kann nicht alles, es kann nur Hochdeutsch. Dialekte kann es nicht, es kann keine Kinder verstehen,
Und dergleichen mehr. Das versteht am besten den ganz normalen Menschen in meinem Alter. Aber Ausreißer versteht es nicht. Besonderen Wortschatz versteht es auch nicht. Es versteht den Durchschnitt. Das Problem fängt an, wenn ich mir anschaue, wie die Modelle trainiert werden. Hier geht es jetzt um einen, das ist ein Vektorraum in zwei Dimensionen. Im Original hat dieser Raum 300 Dimensionen. Das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Und Wörter liegen in diesem Vektorraum jetzt nach ihrer Verwandtschaft. Das funktioniert recht gut. Wir sehen hier unten links, das sind alles weibliche Ausdrücke, Ski ganz links, rechts eher männliche, Hi ganz rechts, also einen Ski und Hi sind am weitesten auseinander. Und oben sind irgendwelche anderen Ausdrücke. Das Problem fängt jetzt an, oder nein, ich habe einen Vektorraum. Wörter werden durch Zahlen ausgedrückt und ich kann jetzt ganz einfach Arithmetik mit diesen Zahlen betreiben. Ich kann Mann minus Frau sagen, das bedeutet ungefähr das gleiche wie König minus Königin. Ich kann das auch umdrehen, ich kann sagen, Mann minus König plus Frau ergibt Königin. Und im Grunde kann ich mich in diesem Raum hier bewegen, addieren und subtrahieren und mich von einem Ausdruck zum anderen bewegen auf die Art und Weise. Das ist jetzt alles ganz schön. Wenn ich dann sage, Mann minus Frau entspricht ungefähr Programmierer minus Hausfrau, dann wird das Ganze irgendwie ein wenig komisch. Und ich kann das auch wieder umdrehen und sagen, Mann minus Programmierer plus Frau gleich Hausfrau. Und die Autoren dieses Papiers, aus dem ich das Beispiel genommen habe, behaupten, dass in diesen Methoden Sexismus enthalten ist. Wie kommt das? Um den semantische Verortung der Ausdrücke, der Wörter festzustellen, brauche ich große Mengen von Daten. Viele Milliarden, Billionen von Wörtern in Texten, im Kontext. Normalerweise nehmen wir dazu Texte aus dem Internet. Das heißt, wir lernen im Grunde das, was Menschen, was wir und sie alle ins Internet hineingeschrieben haben. Und in gewisser Weise lernen wir die Vorteile, die in diesen Texten enthalten sind, und reproduzieren die Vorteile getreu. Vor 3 Wochen ist ein zweites Papier erschienen in der Zeitschrift Science, das die Sache sich ein wenig methodischer angeschaut hat. Und die Autoren haben sich Datensätze genommen, in denen Menschen nach Vorteilen befragt wurden und haben dann versucht, die Ergebnisse, die den menschlichen Vorteilen entsprechen, zu übertragen auf die Methode semantische Ähnlichkeit, die ich gerade vorgestellt habe. Das sind die Ergebnisse hier. Also die Autoren haben angefangen mit Blumen und Insekten und haben versucht herauszubekommen, ob Blumen oder Insekten pleasant, was heißt pleasant, vorhin wusste ich es noch, angenehm oder unangenehm sind. Und haben halt festgestellt, dass Blumen angenehmer sind als Insekten. Das Gleiche haben sie mit Instrumenten und Waffen gemacht und dann andere Daten aus Experimenten genommen, European American versus African American Namen, haben festgestellt, dass African American Namen von den Methoden als unangenehm aufgefasst wurden. Haben weitergemacht mit Männernamen und Frauennamen und haben dann nicht angenehm und unangenehm gemacht, sondern haben versucht, das dann in dem Bereich Karriere und Familie abzubilden und haben festgestellt, dass Männernamen näher an Ausdrücken für Karriere stehen, Frauennamen näher an Ausdrücken für Familie.
Mathematik und Kunst, Wissenschaft und Kunst, Geisteskrankheiten und körperliche Krankheiten, die Namen alter und junger Leute. Und haben in allen Fällen festgestellt, dass die Ergebnisse ihrer Experimente, die rein auf Textdaten beruhten, denen der Originalautoren entsprochen haben. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. Wie gesagt, wir trainieren die Verfahren auf Texten, die im Internet sind, und wir reproduzieren die Vorteile getreu wieder, die im Internet enthalten sind. Und das ist etwas, was ein paar Kollegen von mir und ich in einem Zeitungsartikel neulich in der Süddeutschen Zeitung in einem Interview gesagt haben. Und eine Kollegin von mir sagte so etwas wie, stecken wir Vorteile rein, kommen Vorteile raus. Ist also nicht besonders überraschend. Die Frage ist nur, zwei Fragen ergeben sich. Welche Konsequenzen hat das dann in Anwendungen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die mich jetzt als Wissenschaftler interessiert, was kann ich dagegen tun? Okay, der dritte Teil, künstliche Intelligenz, wird sehr kurz sein. Das ist die Definition hier, die Association for the Advancement of Artificial Intelligence hat. Bisher haben wir nur über Gedanken im Grunde gesprochen. Künstliche Intelligenz geht weiter. Es geht auch um die Verkörperung von etwas in Maschinen und um Verhalten. Verhalten einer Maschine uns gegenüber. Das sind jetzt wieder Texte aus der Presse. Man sieht, dass künstliche Intelligenz sehr stark in die Medizin reingeht. Insbesondere steht hier unten in die Diagnose. Das heißt, Computerprogramme können mittlerweile sowas wie Röntgenbilder oder CRT-Aufnahmen viel besser interpretieren, als Ärzte das können. Zum Beispiel. Computerprogramme haben auch viel mehr Hintergrundwissen, weil Computerprogramme viel mehr wissenschaftliche Artikel lesen können als Ärzte. Ärzte sind den ganzen Tag mit Patienten beschäftigt und können sich nicht mehr weiterbilden. Das Computerprogramm macht das im Hintergrund. Es gibt mittlerweile Roboter, die die Operationen durchführen können, oder es gibt zumindest Forschung. Das ist ein deutsches Produkt hier. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass so etwas wie Meniskusoperationen in Zukunft auf die Art und Weise leicht gemacht werden können. Ich hatte selbst eine Meniskusoperation vor 2 Jahren. Das wird heutzutage mit der Fernbedienung gemacht. Weshalb kann es ja nicht gleich ein Roboter machen? Künstliche Intelligenz ist im Finanzwesen sehr stark drin, auch in der Interaktion mit Kunden. Wir kennen Geldautomaten, Automaten in der Bank, E-Banking und dergleichen, Online-Banking, weshalb nicht gleich mit Computerprogrammen sprechen. Die Deutsche Bank benutzt künstliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter die Regeln einhalten. Das hat offenbar nicht immer geklappt in der letzten Zeit. Andere Banken benutzen künstliche Intelligenz im Handel mit Wertpapieren und dergleichen. Man kann aus der Historie lernen und sehr gut Vorhersagen über die Zukunft machen mit diesen Methoden. Künstliche Intelligenz wird auch in einem kleineren Umfang ins Rechtswesen Einzug nehmen. Es gibt sehr viele Gesetze, Computerprogramme sind viel besser darin, große Textmengen zu lesen, als Rechtsanwälte das sind. Das heißt, Rechtsanwälte können das als Unterstützung erstmal nehmen. Rechtsanwälte werden noch nicht ersetzt durch künstliche Intelligenz.
Man kann künstliche Intelligenzprogramme nehmen, um neue Mitarbeiter zu suchen. Man kann Lebensläufe auswerten. Man kann gleich auf das Profil in sozialen Netzwerken zugreifen, schauen, was die Leute machen und kann den passenden Mitarbeiter sich aussuchen. Und das machen verschiedene Firmen. Vor 10, 15 Jahren war das ein Forschungsthema, daran kann ich mich noch erinnern. Mittlerweile gibt es Firmen, die sowas machen. Okay, wir haben mit der Sprache angefangen, haben strukturierte Daten daraus gemacht, haben gelernt, können jetzt Vorhersagen treffen und am Ende haben wir ein Computerprogramm, das einem Menschen hilft, Entscheidungen zu treffen oder das Entscheidungen direkt fällen kann. Und in vielen Fällen braucht man den Menschen oder setzt man den Menschen heute nicht mehr ein und die Maschine fällt die Entscheidung direkt. Wenn Ihre Kreditkarte in letzter Zeit mal gesperrt war, dann lag es sicherlich daran, dass dem Computerprogramm irgendetwas aufgefallen ist und dann wurde die Kreditkarte automatisch und sofort gesperrt, ohne dass da noch ein Mensch drauf geschaut hat. Ich möchte schließen mit ein paar Bemerkungen zu unserer Verantwortung oder zu meiner Verantwortung als Wissenschaftler. Weshalb bin ich besorgt? In den späten 70er Jahren gab es hier diese vier jungen Herren, Ralf, Karl, Wolfgang und Florian, die ein Lied gesungen haben und da relativ gut vorhergesagt haben, wie unsere Welt heute aussieht. Es geht um Daten, es geht um Geld, es geht um Unterhaltung, Medizin, Reisen. Für all das, wo wir unsere Computer heutzutage einsetzen und was die künstliche Intelligenz heutzutage selber erledigt irgendwie. Das war in den späten 70er Jahren. Der eine oder andere von Ihnen wird sich noch an den Begriff Rasterfahndung erinnern. In den 80er Jahren gab es einen großen Aufstand gegen die Volkszählung. Ich kann mich noch daran erinnern. Viel gezählt wurde damals nicht. Heutzutage geben wir unsere Daten an die Provider der Dienste, die wir benutzen, freiwillig weg und niemand macht sich mehr Gedanken darüber. Was ist geschehen seit den 80er Jahren bis heute? Weshalb denken wir über diese Fragen nicht mehr nach? Weshalb geben wir unsere Daten freiwillig an die Firmen und über die Firmen dann auch an die jeweiligen Regierungen. Deshalb als Wissenschaftler sehe ich, dass diese Anwendungen natürlich einen großen Nutzen haben. Das Navigationssystem vom Anfang, die Kommunikation und dergleichen mehr. Aber viele Anwendungen, viele Methoden können auch für fragwürdige Zwecke eingesetzt werden. Das nennt man dann Dual Use. Und andere Anwendungen können unerwartete Nebenwirkungen haben. Die Erfindung von MP3 zum Beispiel ist eine tolle Sache, hat aber einen riesigen Einfluss auf die Musikindustrie. Niemand hat sich Gedanken vorher darüber gemacht. Scannerkassen im Supermarkt machen das alles schneller, funktionieren gut. Man hat festgestellt, dass die soziale Interaktion zwischen Kassierern und Kunden dadurch leidet, weil die Kassiererinnen nur noch auf den Scanner schauen und den Kunden nicht mehr ins Gesicht schauen. Das ist eine Nebenwirkung. Dual Use plus Nebenwirkungen ist dann für mich so etwas wie Überwachung plus Vorteile in der Auswertung. Wenn wir die beiden Sachen kombinieren, wir geben unsere Daten raus, aber wir haben die Verfahren, die die Daten benutzen, noch gar nicht ganz verstanden. Die Verfahren haben die Vorteile. Und wer weiß, was die maschinellen Lernverfahren dann am Ende lernen und welche Entscheidungen sie dann treffen. Deshalb, um Dual Use und Nebenwirkungen vorzubeugen, sollten wir als Wissenschaftler uns Gedanken machen darüber, was wir tun, bevor wir es tun. Wir sollten auch nicht blind Projektförderung hinterherlaufen, sondern gut auswählen.
wenn wir an der Uni arbeiten oder bei HITS arbeiten, wir brauchen nicht Unmengen an Forschungsgeld, Förderungsgeld. Wir können unsere Forschung auch so machen und wir sollten in der Lage sein, bestimmte Förderung abzulehnen. Als Wissenschaftler sollten wir auch sprechen. Wir sollten mit Kollegen sprechen und die Kollegen darauf aufmerksam machen, was wir eigentlich tun. Ich war zum Beispiel neulich Co-Organisator des ersten Workshops über Ethik in der NLP, wo dann über solche Fragen gesprochen wurde. Wir sollten mit Studenten sprechen. Ich habe im letzten Wintersemester das zweite Mal an der Uni Heidelberg zu dem Thema unterrichtet, um Studenten darauf aufmerksam zu machen, in welche Richtung sie eigentlich gehen, sodass Studenten später bewusst entscheiden können, was sie machen wollen. Es ist kein Problem, wenn sie für einen Geheimdienst am Ende arbeiten, wenn es ihnen nur bewusst ist, was sie tun. Und wir sollten mit der Öffentlichkeit sprechen. Ich hatte den Artikel in der Süddeutschen Zeitung erwähnt. Ich habe vor drei Wochen auf dem Science March gesprochen. Wie man sieht, war es einigermaßen kalt an dem Tag. Ich habe gefroren. Ich spreche heute hier mit Ihnen und hoffentlich gleich in der Diskussion auch noch. Und ich spreche am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion weiter über den Science March. Das heißt, ich versuche mit der Öffentlichkeit zu sprechen, versuche die Öffentlichkeit aufzuklären über das, was wir als Computerlinguisten können und versuche von Ihnen auch Kritik an dem zu bekommen, was wir tun. Okay, ich hatte viel über Förderung gesprochen. Von wem werde ich gefördert? Wie anfangs erwähnt, wird meine Arbeit von der Klaus-Schirrer-Stiftung gefördert, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und im Moment auch von der Leibniz-Gemeinschaft. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und warte auf Ihre Fragen.